Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video. Wir machen heute seit langem wieder mal russischen Schaschlik. Davon gibt es hunderte Varianten mit Kefir, mit Granatapfel, mit Essig, Zwiebeln, Tomaten, ohne Tomaten. Wirklich. Aber ein Zuschauer hat mir was mal in einem Kommentar geschrieben. Fand ich sehr cool, mit Krustenbrot. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, denn was brauchen wir alles dafür? Hier habe ich über 1 Kilo Zwiebeln geschnitten. Dann habe ich hier passierte Tomaten. Du hast gemeint, Tomatensaft habe ich jetzt nicht. Ist ja fast identisch. Salz, Pfeffer, hast du auch gesagt, das Einfachste. Nicht mal aus der Mühle nehmen wir. Wie gesagt, frischer Krustenbrot. Gerade noch vom Bäcker geholt. Dann habe ich hier einen ganzen Schweinenacken, 3 Kilo schwer. Was du mir nicht geschrieben hast, aber ich reinmache Lorbeerblätter. Ich finde die Knaller. Also ich finde, Lorbeerblätter passen richtig gut zum Schaschlik und wir haben bei meinen Eltern so einen riesen Baum. Am Zartheit des Fleisches wird das nichts ausrichten, aber ja, am Geschmack denke ich mal ein bisschen. Legen wir los. Wie beim jedem Schaschlik müssen wir erstmal die Zwiebeln ein bisschen kneten mit Salz und Pfeffer. Eher gesagt erstmal mit Salz, damit wir den Zwiebelsaft rauskriegen. So, legen wir los. Hier wirklich richtig schön zermatschen, bis die Zwiebeln so ein bisschen glasig werden. Ja, man kann sehen, die Zwiebeln sind schön zusammengefallen. Man spürt den Zwiebelsaft. Jetzt müssen wir unser Krustenbrot reinzupfen. Du hast jetzt nicht geschrieben, genau wie die Mengen, aber ich denke mal, so halbes wird auf jeden Fall reichen. Aber wir sehen das gleich. Und dann müssen wir das gleich mitkneten. Und ja, wenn du dieses Video siehst, sag mir Bescheid, ist das genug Krustenbrot oder nicht? Das ist genau die gleiche Menge wie an Zwiebeln. Ich mache schon mal Pfeffer rein. Mach schon mal die Tomaten auf. Ich knete jetzt mal unser Brot mit den Zwiebeln einzeln um, damit das ein bisschen ja, weicher wird. Das wird ja natürlich aufweichen. Vielleicht ein bisschen kleiner zupfen noch. Und das riecht sofort anders. Also ja, riecht ganz gut. Also schon Zwiebeln riechen ganz gut, aber wo das Brot dazu gekommen ist, ja, interessant. Ich denke mal, Brot wird auch, ja. Irgendwas macht das bestimmt in dem Fleisch, in den simmernden Geschmack. Jetzt das Ganze umrühren und jetzt können wir das Ganze auch schon gleich probieren, ob es salzig ist. Das soll auf jeden Fall schon sehr, sehr würzig schmecken, das Ganze. Weil das Fleisch wird ja einiges an Geschmack aufnehmen oder Salz. Und wenn das ein bisschen zu lasch ist, dann wird das Fleisch auch nicht richtig gewürzt sein. Ja, kann auf jeden Fall noch Salz mit rein und schneiden unser Fleisch ja in Stücke. Wir machen das im Tandir, also wenn die Stücke, denke ich mal, ein bisschen größer sein als sonst oder auch genauso ungefähr 2 Finger dick. Manche machen da wirklich richtige Klopper, manche machen die Stücke etwas kleiner, länglicher. Und zu klein ist das nicht so gut, weil die können zu schnell trocken werden, obwohl es Nacken ist. Hier kann ich das einfach nur vierteln und reingeben. Ja, das Fleisch ist geschnitten, auf jeden Fall jede Menge. Und jetzt wird das schön gründlich vermischt. Also ich weiß nicht, Leute. Und wie das ganze Brot schon ein bisschen so. Ja, ich werde einfach alles nehmen. Also ganzes Leib. Ich werde das jetzt noch reinzupfen, umrühren, kalt stellen. Und wir sehen uns einfach morgen. Wie gesagt, derjenige, der das mir geschrieben hat, kann mir dann aufschreiben, genau, ob das richtig ist. Aber ich denke mal schon, dass man ganzes Brot nimmt für so 3 Kilo Fleisch. Ich mache das jetzt. Ja.
Ja, los geht's. Hier ist unser Fleisch. Ich habe das schon ein paar Mal umgerührt. Also gestern Abend. Die Form ist ein bisschen zu klein. Das sieht interessant aus. Das Brot ist richtig aufgeweicht. Das klebt richtig am Fleisch. Auch die Zwiebel, das riecht ein bisschen anders, als man das kennt. Ein bisschen säuerlich durch das Brot. Mal schauen. Jetzt spießen wir das auf. Ich habe vier Spieße. Hier hinten habe ich noch was. Zeige ich euch gleich. Habe ich schon mehrmals gezeigt. Habe schon zwar lange kein Tandoor-Video gemacht. Aber es gibt immer Kartoffeln und Gemüse, Spieße. Aber ich verlinke euch einfach die Videos dazu, dann könnt ihr das einfach nachschauen. Ja, hier ist unser Schaschlik. Es sind jetzt noch so ein Spieß geworden. Den werde ich so weggrillen. Ja, eins hat nicht gereicht. Ich glaube, ich muss noch ein paar nachbestellen. Aber da passen auch nicht viele hin. 13 maximal haben wir schon mal ausprobiert. Hier ist Spitzpaprika mit normaler Paprika, alles aufgespießt. Hier habe ich Maiskolben, die vorgekochten zum Grillen extra. Kartoffeln werde ich noch mal einritzen, salzen. Wenn ihr Interesse habt, zeige ich euch ein anderes Video, verlinke ich, könnt ihr nachschauen. Dann machen wir hier noch Würstchenspieße, Berner Würstchen, also Käsewürstchen und Chorizos. Ja. Unser Tandoor ist auch gerade eben angeschmissen worden. Ihr braucht auch eine Stunde Minimum. Die die Videos schon gesehen haben, die Wände werden jetzt richtig schwarz und wenn die weiß sind, zeige ich euch gleich, dann ist er bereit. Also um die 500 Grad. Ich schmeiße jetzt noch bis 3/4 voll mit Holz und dann warten wir, bis er richtig heiß ist. Ja, Leute, wir haben gerade die Kartoffeln reingetan. Ziemlich heiß, das Fleisch kommt so 10 Minuten später. Ich werde jetzt nicht alles kommentieren. Heute habe ich Geburtstag, deswegen zum Schluss, ja, sage ich euch, wie es geschmeckt hat. Aber so habt ihr jetzt ein paar Bilder und das war's. So, Leute, jetzt machen wir das auf. Also Gemüse ist schon raus. Würstchen sind jetzt reingewandert. Halbe Stunde ist rum. Wir haben hier super Aroma. Alles schon am Qualmen. Ich zeige euch mal, wie die Spieße aussehen. Die sind fertig. Also das ist wirklich ein Traum. Ich habe schon zwei Stücke probiert. Die kommen jetzt runter. Ich denke mal, Kartoffeln werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen. Hier die Würstchen, Spieße sind auch mehr als gelungen. Schaut euch diese Bräunung an. Alles schön gleichmäßig. Also ich nehme das runter und wir werden gleich uns zum Probieren sehen. Ja, Leute, es ist verbracht. Das sieht alles so gut aus. Hier der Mais. Paprika schmeckt richtig saftig. Die Kartoffeln, die fallen richtig, richtig runter. Die sind richtig weich. Alles im Ganzen hat 40 Minuten gedauert. Danke für dein Rezept. Das habe ich auf meinem Geburtstag ausprobiert. Das war richtig zart. Wir haben schon probiert, nicht nur ich. Also, hier ist ein Stück. Und ja, es ist so schmackhaft, es ist so saftig, lecker. Ich würde schon sagen, die beste Schaschlik, die ich gemacht habe. Je gemacht habe, aber ist ja nicht mein Rezept. Danke auf jeden Fall dafür und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.